Hey, Wacker von das Internet, ich bin's wieder Slake mit einem neuen Video zu GTA Online und zwar sprechen wir heute mal über das Riesenproblem am Vapid Slam Truck. Wieder geht los, viel Spaß dabei. Ja, Freunde, was geht ab? Gestern war Donnerstag und ihr wisst ja ganz genau, was da passiert ist. Da kam nämlich eine neue Eventwoche nach GTA Online. Übrigens, wenn euch das Video zur kompletten Eventwoche interessiert, gerne jetzt mal hier oben rechts klicken, dann wisst ihr nämlich perfekt Bescheid. Auf jeden Fall kam mit der neuen Eventwoche auch ein neues Dripfeed-Fahrzeug aus dem Caio Perico Heist DLC ins Spiel. Das ist nämlich der Vapid Slam Truck und um genau den soll es heute auch gehen und daher wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim größten Problem vom Slam Truck. Also, wenn man dabei Spaß haben kann, ist ja schließlich ein Problem und keine tolle Sache. Übrigens, wenn ihr eine Mischung aus News, Meme und Unterhaltung zu GTA Online gefällt, dann würde es mich mega freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, weil ich halt jeden Tag ein neues Video zu GTA Online hochlade und das so doch wirklich eine Win-Win-Situation ist. Gut, jetzt würde ich aber auch sagen, lass mal direkt anfangen. Also, der Slam Truck kam ja gestern ins Spiel mit einem Kaufpreis von 1,31 Millionen Dollar. Gut, das ist jetzt schon ein bisschen viel zugegebenermaßen für so einen langsamen Truck, aber hey, ist ja nicht so wild. Ich kann ja schließlich endlich mal Autos transportieren. Das ging ja vorher nie, aber jetzt mit diesem neuen Slam Truck geht es ja endlich. Warum auch sonst sollte diese riesengroße Ladefläche am Start sein. Ja, und das ist das Riesenproblem an diesem Truck, denn der einzige Sinn eines solchen Trucks ist es ja offensichtlich, Autos mitzunehmen, aber das Ganze funktioniert nicht. Man kann mit diesem Slam Truck keine Autos mitnehmen. Also zumindest nicht so, wie wir das wollen oder wie wir uns das vorstellen. Denn wenn man sich ein Auto nimmt, was ausreichend Höhe hat, kann man zwar auf die Ladefläche rauffahren, kann auch parken, aber sobald man dann mit dem Slam Truck losfährt, fängt das hintere Auto an zu springen und fällt schlussendlich runter. Und dabei ist es auch vollkommen egal, was für ein Auto, egal ob SUV, Kleinwagen, kurzes Auto, langes Auto, Sportwagen, sogar Motorräder habe ich ausprobiert, aber nichts funktioniert, alles fällt irgendwann wieder herunter. Und das, was das Ganze noch viel dämlicher macht, ist die Tatsache, dass da nicht drauf hingewiesen wird. Gestern im Video zur Eventwoche habe ich das zwar schon angesprochen, dass man da definitiv keine Autos drauf abstellen kann und trotzdem habe ich dann bei Instagram gut zwei Hände voll Leute angeschrieben, die dann erstaunt waren, dass man dort nichts abstellen kann. Und ich möchte jetzt natürlich nicht den Leuten von Instagram die Schuld dafür in die Schuhe schieben, denn das Problem liegt einfach bei Rockstar Games, denn Rockstar Games hätte meiner Meinung nach das Ganze einfach ein bisschen besser kennzeichnen müssen. Sie hätten dann zum Beispiel sowas in die Beschreibung schreiben können, wie zum Beispiel, ja, auch wenn dieser Wagen enormes Potenzial hat, den Alltag von uns allen zu verändern, haben wir euch einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Ladefläche funktionslos ins Spiel gebracht. Viel Spaß damit. Oder zumindest einfach einen klaren Warnhinweis, sowas wie zum Beispiel, Ladefläche geht nicht. Denn ich finde, bei einem Kaufpreis von 1,3 Millionen Dollar für einen einfachen Truck, der ja nun wirklich langsam ist, kann der Otto Normalverbraucher, der sich vielleicht nicht jeden Tag GTA-Videos anguckt, schon denken, dass er dafür wirklich einen Abschleppwagen bekommt, beziehungsweise dass er dafür wirklich einen Truck bekommt, dessen Ladefläche auch funktioniert. Und das ist auch noch so ein Ding, generell hatte ich das Gefühl, dass dieser Slam Truck ursprünglich mal funktionieren sollte, denn die Maße der Ladefläche passen so ziemlich für jedes Auto. Die Ladefläche ist jetzt also nicht zu schmal oder sowas, nein, jedes Auto, was man in GTA eigentlich fahren könnte, würde da gut drauf passen. Und auch sogar eine Seilwinde ist hinten auf der Ladefläche zu sehen. Vielleicht sagen jetzt einige, ja, keine Ahnung, vielleicht schafft das Rockstar Games einfach nicht, einen richtigen Abschleppwagen ins Spiel zu bringen, vielleicht ist das ja schwierig, zwei Fahrzeuge miteinander zu verbinden oder so. Aber das Ding ist ja, im Singleplayer gibt es ja schließlich auch einen Abschleppwagen, dessen Seilwinde auch funktioniert. Also, warum nicht in GTA Online? Klar, man könnte jetzt sagen, ja, wenn man aber so einen Abschleppwagen dann in GTA Online hätte, dann würden den ganzen Tag irgendwelche Idioten die Autos von anderen Spielern abschleppen und wegbringen. Aber auch hier ist ja das Ding, das würde mit dem Slam Truck gar nicht gehen. Also mal abgesehen davon, dass die Ladefläche eh nicht funktioniert, angenommen die Ladefläche würde funktionieren, dann müsste man ja aber immer noch mit dem Auto, was man abschleppen will, selber auf diese Ladefläche drauffahren. Wenn also ein nervender Spieler ein Auto von einem anderen Spieler abschleppen will, müsste dieser nervende Spieler erstmal Zutritt zu dem Auto haben und weil ja eh fast jeder sein Auto in GTA Online abgeschlossen hat, würde das Ganze auch nicht funktionieren. Also der Punkt, ja, das würde das Spielerlebnis zerstören, weil die ganze Zeit Autos verschwinden, ist damit auch relativ widerlegt. Es gibt also wirklich keinen einzigen wirklichen Punkt, der dafür spricht, dass die Ladefläche ohne Funktion ist. Vielleicht hat aber auch Rockstar Games einfach keine Zeit in der Corona-Pandemie, dieses Feature vielleicht auch reinzubringen oder vielleicht haben sie es auch einfach vergessen. Kann ja alles sein. Es bleibt jetzt natürlich noch ein bisschen Hoffnung, dass Rockstar Games jetzt vielleicht in Zukunft den Slam Truck dann doch noch repariert und ihn vielleicht wieder heile macht, weil ihn die Community vielleicht doch wichtig ist. Oder es passiert genau nichts und der Wagen bleibt einfach kacke. Wissen wir noch nicht, müssen wir uns überraschen lassen. Aber was glaubt ihr denn jetzt? Wird Rockstar den Slam Truck wohl noch reparieren oder bleibt das wohl alles so, wie es hier ist und es wird sich auch nichts dran rütteln? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, ich bin schon sehr gespannt drauf. Aber gut, das war's jetzt auch mit dem Video. Hat es dir gefallen, dann teilt das Video doch gerne mit deinen Freunden und Kollegen und bis wir uns jetzt also wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.